Hallo und herzlich willkommen hier am LS22 zu einem Autodrive-Tutorial. Mit der neuen Release-Version von Autodrive, die wir ja gestern erhalten haben, die Version 2.0.0.5, haben wir ja wieder eine nette neue Funktion mit in Autodrive bekommen. Ja, und zwar Autodrive kann Autoload. Na, ist vielleicht nicht ganz so richtig. Ich glaube, man müsste sagen, Autodrive kann Autoload bedienen. Sprich, ganz genau eigentlich das Autoload-Skript vom Achim, was der Paletten-Autoloader ist, also die Autoload-Spezialisierung. Ne? Wobei natürlich die Trailer entsprechend vorbereitet sein müssen, so dass sie mit dem Skript vom Achim umgehen können und daraus dann in Paletten-Autoloader wird oder in Autoload, wo wir auch Ballen laden können. Ich brauche natürlich auch die aktuelle Version vom Skript vom Achim. Das ist die Version 1.6.2.0. Ich hoffe mal, das war jetzt so richtig, aber ich glaube schon. Und wie gesagt, die Trailer müssen entsprechend vorbereitet werden. Und es gibt natürlich Unterschiede bei den Trailern. Nicht unbedingt jeder Trailer setzt das so exakt um. Deshalb werden wir uns das jetzt angucken, hier in diesem Tutorial, auf was ich achten sollte, wenn ich ein Fahrzeug mit Autodrive Paletten einsammeln lassen will oder Paletten fahren will, wie auch immer oder welche Möglichkeit ich habe, den Paletten-Autoloader so entsprechend mit Autodrive zu nutzen. Deshalb stehen da drüben schon ein paar Fahrzeuge, da stehen auch noch ein paar andere Trailer rum. Und ja, da starten wir am besten gleich mal. Ich glaube, erstmal laden wir mal hier ein paar Paletten aus, sodass wir auch was zum Abholen haben. Wir stehen hier am unterirdischen Lager, ne? Da ist reichlich drin, da haben wir reichlich Paletten, die können wir hier mal auslagern. Da können wir mal ein paar Paletten hier ums Lager drumherum fahren und wieder einlagern, um uns das entsprechend anzugucken, was wir alles machen können mit dem Autoload. Oder wo es auch, ich will jetzt nicht sagen, der Fehler ist der falsche Ausdruck, ich sag mal, wo es auch zum Stillstand kommen könnte und wir uns dann vielleicht wundern, warum er nicht weiterfährt. Aber das gucken wir uns alles an. Wir lagern erstmal hier unser ganzes Mehl aus, ne? Das sollte erstmal reichen, um hier ein bisschen was entsprechend aufladen zu können. Ne? Ja, mit welchem fangen wir an? Wir nehmen am besten den hier. Ne? Das ist der MAN TGX. Die Fahrzeuge sind alle bei mir im mein Spielstand Multiplayer auch mit unterwegs. Ist auch entsprechend alles verlinkt. Auf meiner Mod-Seite entsprechend. Also, das ist ein TGX. Der hat jetzt hinten, sonst fahre ich den mit der Krone-Wechselbrücke. Ich habe jetzt hier eine offene Plattform als Wechselbrücke hinten drauf, so dass man, ist aber auch alles in diesem Pack der Wechselbrücken mit drin, so dass man entsprechend sieht, was mit den Paletten passiert. Ne? So, wir müssen natürlich, das Fahrzeug braucht natürlich eine Route. Ne? Da sieht so aus, das Fahrzeug kann den Autoload bedienen, einmal in den Modus abholen, abliefern und in den Modus abliefern. Ne? Also bei abliefern würde er zum Zielpunkt fahren, können wir uns dann auch angucken und würde dort die Paletten, die ich vielleicht mit Hand aufgeladen habe oder Ballen zum Beispiel, die würde er dann am Zielpunkt entsprechend abladen. So, wir wollen jetzt aber erstmal hier abholen, abliefern nehmen und müssen natürlich auch das Autoload, das ist Autodrive bedient, entsprechend einstellen. Das ist eine Einstellung, die wird fürs Fahrzeug gemacht, ne? Also für jedes Fahrzeug einzeln. Und zwar ist das in den Fahrzeugeinstellungen drin, ganz unten haben wir den Autoload, die Abladeposition. Wir wollen jetzt hier ganz gezielt nach rechts abladen. Ich habe die Möglichkeit, mittig abzuladen auf der Ladefläche. Ich habe die Möglichkeit, nach links abzuladen oder nach rechts abzuladen. Ich hatte, glaube ich, auch schon im Release gesagt, im Release-Video gesagt, ich glaube, im 19er konnte man nach hinten abladen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ne? Das kann auch falsch sein. Und wir können natürlich wieder eine Wartezeit einstellen, wie lange er am Abladepunkt warten soll, bevor er dann weiterfährt. Ne? Die Wartezeit, würde ich sagen, braucht man nicht immer unbedingt. Das sehen wir nachher auch. Wir stellen trotzdem mal hier eine Wartezeit von 10 Sekunden ein. Bei einer bestimmten Situation sehen wir nachher, fährt er gleich weiter. Aber ich würde es mit einstellen. Es ist ja nicht schlimm, wenn er 10 Sekunden wartet. Ne? So, das Ganze müssen wir natürlich entsprechend anwenden. Ja, und dann brauchen wir natürlich entsprechende Zielpunkte, die wir anfahren können. In unserem Fall jetzt hier wollen wir am Hof Palettenlager entsprechend unsere Paletten abholen. Und jetzt habe ich kurz gestockt, weil mein
Zielpunkt weg ist, der ist auch noch im Standardordner drin. Ne? Den hatte ich mir erst neu erstellt, zwar Palettenlager 2. Das ist, ich habe, wenn wir mal hier ganz einfach unsere Linien anmachen, hier drüben einmal über den Trigger gefahren und einmal die 2 ist neben Trigger gefahren, denn wir wollen ja rechts abladen und laden dann entsprechend drüber. Ne? Ich dachte schon, ich hatte jetzt das falsche Streckennetz hier mit drauf, dass der Punkt nicht da ist. Ne? So, und wir wollen natürlich Europaletten laden, weil das Mehl sind Europaletten. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, alle anderen Palettenformen oder Ballenformen, die der Trailer unterstützt, ne, entsprechend einzustellen. Ne? Aber wie gesagt, wir wollen hier entsprechend Europaletten laden. Ja, und da können wir ihn eigentlich schon losschicken. Und dann gucken wir mal, was hier so Schönes passiert. Ne? Wir fahren hier auch kurzen Weg, immer wieder ringsrum im Block. Ne? Nachher müssen wir zwar noch ein Stück weiterfahren bei einer anderen Sache, aber ich hoffe mal, es dauert nicht alles zu lange. So, er fährt natürlich hier hinten zum Beladepunkt und wird sich dort entsprechend mit Paletten beladen. Jetzt sehen wir schon, oben links ist der Autoload angegangen. Wir haben ja einen Siloabstand von 25 Meter eingestellt. Da schaltet er einen Autoload an und alles, was er jetzt an Paletten erwischt, tut er automatisch laden, entsprechend hier aufstapeln und kommt am Zielpunkt an. Hält natürlich kurz an, weil er merkt, jetzt ist er voll und jetzt fährt er weiter zum Entladen. Ja, manchen wird schon aufgefallen sein, es sind keine Spanngurte dran. Das sind die Unterschiede, was ich sagte. Der Trailer, den ich jetzt hier habe, die Wechselbrücken unterstützen diese automatischen Spanngurte nicht. Somit kann der Autoloader auch keine Spanngurte dran machen, ne? Und jetzt stehen hier die Paletten schön aufgestapelt, doppelt übereinander, lose auf den LKW, ne? Also wenn wir Glück haben, schaffen wir es bis zum Abladepunkt, weil wir nicht weit müssen. Und wenn wir Pech haben, verteilen wir die über die ganze Marsch oder sonst wohin. Ne? Also es könnte dann sein, wir kommen dann irgendwo an der Verkaufsstelle an und ja, LKW leer. Ne? Da wissen wir auch warum. Also man sollte dann schon, wenn man weiterfahren will, einen Trailer nehmen, der auch die automatischen Spanngurte unterstützt. Das gucken wir uns eben auch gleich an. Ne? Wir haben Glück, er hat alles abgeben können. Ne? Er hat es nach rechts runtergeladen. Wartet jetzt die 10 Sekunden und fährt dann weiter, fährt wieder zum B-Laden rüber. Da hängen noch ein paar Paletten in der Luft, ne? Na, ist egal. Mal gucken, ob er sie jetzt mitnimmt. So, und dann werden wir in die Situation kommen, dass am B-Ladepunkt nicht genügend Paletten da sind. Und da werden wir sehen, er wird stehen bleiben und wird natürlich auf den Rest warten. Das ist im Modus abholen, abliefern, ist das so? Wir haben ja eingestellt, dass er bis zu einem Level von 85% muss er voll sein, bevor er weiterfährt. Ne? Das schafft er natürlich nicht mit den paar Paletten, die jetzt hier noch rumstehen. Der Autoload oben links ist wieder an, wie wir sehen. Ne? Jetzt kriegt er die paar Paletten hier drauf. Ja, und jetzt steht er natürlich da und würde jetzt warten, bis mehr Paletten rauskommen. Ne? Wenn es eine Produktion ist, haben wir vielleicht noch die Chance, dass die eine oder andere Palette rauskommt. Hier wird keine Palette mehr rauskommen. Und er wird nicht weiterfahren, ne? Weil die 85% sind nicht erreicht. Und damit wäre seine Fahrt jetzt nicht beendet, aber ja, er wartet eben auf die restlichen Paletten. Ich habe natürlich jetzt hier die Möglichkeit, einfach unten zu drücken und sagen, hier weiterfahren. Fährt er natürlich weiter, ist klar, ne? Er wird jetzt wieder zum Abladepunkt fahren, wird seine Paletten nach rechts abladen. Diesmal hat er nicht so viele drauf, die sollten auch nicht runterfallen, aber möglich ist das, weil es sind keine Spanngurte dran. Weil die Paletten stehen ja jetzt echt nur lose auf der Plattform. Ja. Aber eben doch bewusst eine Plattform gewählt, wo keinerlei Planken dran sind. Ne? Weil die würden echt in der nächsten Kurve, übernächsten Kurve runterfallen. Man sieht, die bewegen sich schon, die stehen nicht mehr gerade drauf. Die haben Kollision, die würden immer weiter auseinanderbacken. Irgendwann haut es die runter. Ja, es könnte passieren, dass es jetzt gar noch runterhaut. Ne? Also wenn ich mit Autodrive unterwegs sein will, auf jeden Fall müsste man sich einen Trailer suchen oder irgendwas, was die automatischen Spanngurte unterstützt. Ne? So, und dass das eben besser ist, das gucken wir uns mit dem zweiten LKW mal an. Den nehmen wir mal hier runter von der Strecke. Können wir da hinstellen. So, und hier hinten steht ein MAN. Der hat einen Offlieger dran. Der ist auch vom Achim. Das ist
konvertiert aus dem Friesenjungen-Pack, was er ja, glaube ich, vorige Woche veröffentlicht hat. Ne? So, und der unterstützt natürlich die automatischen Spannkurte. Wir brauchen natürlich neue Mehlpaletten. Ne? Fallen die da mal noch runter oder machen die nicht mehr mit? Ich hoffe mal, ich blockiere jetzt hier nicht einen Trigger, aber jetzt werden wir gleich merken, was wir alles auslagern können. So, nehmen wir nochmal Mehl. Drei Paletten sind ja schon draußen. Die restlichen 70 sind ja wieder reingekommen. Ne? Lagern wir komplett mal alle aus. Ne? So, stellen wir hier auch mal auf den Weg. Müssen natürlich entsprechend den Kurs einstellen. Ne? Auch wieder abholen, abliefern. Ne? Wir wollen uns beladen natürlich auch am Hof an dem Palettenlager Abholung. Wir wollen diesmal werden wir an der normalen Anlieferung abladen. Ne? Europaletten ist eingestellt und wir müssen den Autoloader einstellen. Und weil wir an der normalen abladen wollen, also werden wir abladen mittig auswählen, sodass wir auf der Ladefläche abladen. Und wir machen auch hier eine Wartezeit von 10 Sekunden und das Ganze anwenden. Und dann sollten wir ihn losschicken können. So, er kommt zum Beladepunkt. 25 Meter vorher oben links ist der Autolot blau geworden, also der Anhänger blau, sodass der Autolot an ist. Er wird sich jetzt hier beladen und wir sehen, er macht automatisch die Spannkurte dran. Ne? Und somit wird hier nichts runterfallen. Ne? Also ich sollte dann schon einen Trailer nehmen, der diese Spannkurte unterstützt. Ne? Weil das macht dann echt, ja, ich will nicht sagen mehr Sinn, aber ich denke mal, hier kommt mehr Ware am Zielpunkt an. Ne? So, wenn wir natürlich mittig abladen, werden wir gleich sehen. Die Paletten werden ja dadurch, dass die Paletten auf den Autolot, ich sag mal, physisch vorhanden sind, nicht so wie es im 19er war, da waren ja die Paletten eigentlich nicht da, wenn sie drauf standen, durch den Easy Autolot. Ne? Hier die Paletten sind ja definitiv auf dem Trailer vorhanden und sobald er jetzt hier einen Trigger reinfährt, werden natürlich schon die Mehlpaletten angenommen. Und je nachdem, wie schnell die Paletten angenommen werden, hat er natürlich nichts mehr drauf. Wenn er jetzt hier gleich am Zielpunkt ankommt, der ja da hinten ist, ne, hat er nichts mehr drauf. Und was passiert dann, wenn er nichts mehr drauf hat? Er wartet natürlich nicht, er fährt natürlich gleich weiter. Ah, jetzt hat er unsere Wollepalette mitgenommen. Wie soll ich denn wieder auf das Dach klettern? Ach, das ist da ein Kerl. Warum hat er die mitgenommen? Wie wir oben sehen, der Autoloader wurde schon wieder angeschalten, weil wir waren natürlich 25 Meter vom Ladepunkt entfernt, ne? Egal ob er auf der Linie ist oder ist ja die 25 Meter zählt ja. Deshalb hat er natürlich einen Autolot schon angeschalten. Ne? Also da müsste man, das ist jetzt hier bloß Vorführeffekt, da sind die Punkte so nah zusammen, sonst ist es ja nicht so. So, aber hier wird jetzt genau dasselbe passieren. Er wird nicht genug Paletten haben und wird dann natürlich genauso warten. Ne? Bis er entsprechend voll wäre. Ne? So, jetzt können wir mal eins machen. Wir werden ihn jetzt hier mal umstellen. Und zwar soll er nicht am Palettenlager die normale Anlieferung nehmen, sondern er soll die Anlieferung 2 nehmen. Und wir stellen ihn ganz einfach mal um hier unten, nicht auf mittig, sondern auf rechts. Ne? Anwenden. Und da werden wir sehen, wenn wir ihn hier weiterschicken, er wird dann entsprechend abladen und wird dann dort genauso die 10 Sekunden warten, weil er ja zum Moment des Abladens noch die Paletten auf dem Trailer drauf hatte. Wenn er die natürlich nicht mehr drauf hat zum Moment des Abladens, weil sie vorher alle schon runtergenommen wurden durch den Trigger, dann wartet er natürlich auch nicht die Wartezeit, weil auf was will er dann noch warten, ne? Theoretisch würden da auch vielleicht 5 Sekunden reichen, ne? Wenn ich natürlich mittig ablade, müssen natürlich auch die Palettentrigger entsprechend hoch genug sein, dass sie auch die Paletten vom Trailer runternehmen können. Das ist, glaube ich, auch nicht überall der Fall bei manchen Produktionen, wo ich Paletten anliefere. So, er lädt sie ab, wir sehen, er wartet jetzt seine 10 Sekunden.
und würde dann wieder zum Palettenlager fahren, zum B-Laden, wird gleich umspringen. Ja, 10 Sekunden rum, ist wieder blau, ist umgesprungen. Und würde er das Spiel so weitermachen. Ja, nun werden einige sagen, ja, so toll ist das ja nicht. Ich habe ja nicht immer 20, 30 Paletten an der Produktion, die ich abholen will, ne? Das ist richtig. Und ich muss ehrlich sagen, wenn wir da Autodrive geschickt einstellen, dann können wir dem das Paletten-Autoload so richtig gut nutzen, ist meine Meinung. Ja, was heißt geschickt einstellen? Wir müssen rotierend beladen, ne? Das haben wir hier mit den Formen. Wir können das als auch mit einem LKW machen, aber wir nehmen mal hier einen Trecker mit dem kleineren Trailer, ne? So, und zwar, was heißt rotierend beladen? Weil wir haben ja die Möglichkeit, bei unseren, wir stellen erstmal hier schon mal abholen, abliefern ein. Bei unserem Fahrzeug oder auch eine Fahrzeugeinstellung, wir können ja das Aufladen, können wir ja rotierend machen. Also wir können rotierend entladen, wenn wir ein Silo befüllen, und wir können auch rotierend beladen. So, wenn wir in diesen Trecker jetzt einstellen, nur beladen, dann wird man rotierend beladen. Das heißt, Zielpunkte in einen Ordner werden nach Stück für Stück angefahren, ne? So, wir müssen natürlich hier noch das Autoload einstellen. Wir wollen nach rechts abladen. Wir wollen von mir aus auch bloß 5 Sekunden warten, ne? So, und somit hätten wir jetzt eine Konstellation in den Trecker, dass wir rotierend beladen, also alle Zielpunkte aus einem Ordner. Und wir tun nach rechts abladen. So, das Ganze wenden wir erstmal an. Ja, und in meinen Startordner, dort wo wir abholen wollen, habe ich meine Produktion, Abholung, die Bäckerei, die Getreidemühle, Molkerei, Müslifabrik, Spinnerei und Zuckerfabrik. Dort kriegt man überall Paletten. Und wenn wir jetzt die Bäckerei auswählen, tut ja den Ordner immer durchrotieren beim Beladen und an jeder Produktion Paletten abholen. Und der Nebeneffekt bei der ganzen Sache ist, er wartet dort nicht, bis der Trailer voll ist. Er wartet dort die Zeit, die er zum Beladen braucht und fährt dann weiter. Ob er eine Palette hat, ob er 10 Paletten hat, ob der Hänger voll ist, das spielt keine Rolle. Und das finde ich ist eigentlich die beste Lösung oder die beste Sache beim Autoload, wie ich das als rotierend beladen nutzen kann. Weil ich kann dann wirklich von meinen Produktionen überall die Paletten zusammenholen, lagere die hier in diesen unterirdischen Lager ein und habe dann wie ein großes Zentrallager, wo ich dann je nach Lust und Laune dann oder nach Füllmenge Paletten verkaufen kann. Ne, so, wir fahren jetzt hier ins Palettenlager Anlieferung 2. Wir laden ja nach rechts ab und wir wollen Europaletten nehmen. Jetzt stellen wir mal vorne auf der Straße, weil er sonst hier eine Ehrenrunde über den Hof dreht, weil bei mir ist hier nur Einbahnstraße auf dem Hof. Ne? Und da werden wir gleich sehen, weil an der Bäckerei, weiß ich nicht, steht glaube ich bloß ein oder zwei Paletten. Ne? Der Trailer müsste noch nicht mal so groß sein. Da ginge meiner Meinung nach auch noch ein kleinerer Trailer. Ne? Ist ja hier der Multiplayer, Spielstand, Produktion sind ja alle dort unten. Ne? Und selbst wenn wir auch eine Produktion dazwischen haben, das werden wir uns auch gleich noch angucken, solange machen wir hier das Video noch, eine Produktion haben, wo nichts auf dem Trigger steht. Ne? Er fährt sie an und er fährt trotzdem weiter. Also, das ist für mich eigentlich so die beste Funktion, dass ich wirklich Produktion für Produktion abklappern kann. Ich tue mir alles in das unterirdische Lager rein, ne? Was auch vom Achim ist, ne? Und kann eigentlich dann perfekt meine Ware entsprechend verwalten, ne? Oder verkaufen oder verteilen irgendwohin, ne? Zur Bäckerei steht eine Palette, ne? Autolotsen sehen wir, ist oben angegangen, weil er ja eine Entfernung hat von 25 Meter. Hier sind wir relativ weit weg. Ne? Die Strecke muss natürlich so angelegt sein, dass er auch den Trigger oder die Paletten erreichen kann. Also eine gewisse Entfernung nimmt er mit, aber unendlich ist ja die Entfernung auch nicht. Also das hier geht gerade noch so. Ne? So, wir sehen, eine Palette hat er drauf und er fährt weiter. Und er fährt jetzt zum Hof, zum Palettenlager. Ne? Und wird die eine Palette dort abladen. Ja, wird der ein oder andere sagen, welchen einer Palette, ne? Ja, aber er bleibt nicht stehen, ne? Also so habe ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt ein kleineres Fahrzeug habe, ich glaube, den Trailer gibt es ja auch noch eine Nummer kleiner, der ist auch aus dem Transportback vom Achim, was das Friesenjungpack war, ne? Den gibt es noch eine Nummer kleiner.
Mit dem kleineren Trecker vorne dran kann der schön Paletten einsammeln, ist meine Meinung. So, ich weiß nicht, was er doch als zweite Stelle müsste er dann, glaube ich, stand doch die Getreidemühle. Ne? In der Getreidemühle habe ich bewusst nichts ausgelagert. Ne? Meine schön wäre natürlich, wenn er bei rotierenden Beladen so lange die Beladestation abklappert, bis er voll ist, aber in der Art und Weise, dass er nach jeder Station zum Abladen fährt, das ist auch schon vollkommen okay. So, Wartezeit 5 Sekunden hat man eingestellt, ne? Müsste eigentlich gleich weiterfahren. Ne? Palette ist eingelagert. So, und jetzt fährt er, wie man sieht, hier unten ist umgesprungen auf Getreidemühle. Ne? Würde sich jetzt von der Getreidemühle die Paletten holen. Dort würde er natürlich keine Paletten kriegen. Da steht keine Palette draußen an der Getreidemühle. Ne? Achso, jetzt fahren wir doch eine Runde um den Hof. Na gut. Da können wir uns noch ein bisschen die Umgebung anschauen hier, ja. Ich meine, ich könnte auch die Minute rausschneiden, wo er jetzt hier hinten um den Hof fährt, aber ich hoffe mal, es ist nicht so schlimm. Ne? Wenn ich mir dann vorstelle, zum Beispiel jetzt hier im Multiplayer-Spielstand, wir haben ja Paletten, oder kriegen ja auch Paletten oben am Schreiner raus, was jetzt ganz anderer Himmelsrichtung ist auf der Karte. Ne? Das ist ja relativ weit oben im Norden. Also das macht dann schon richtig Sinn, wenn ich meinen Kurs, meine Zielpunkte und meine Strecken so einfahre bei meinen Produktionen, dass ich wirklich dort die Möglichkeit habe, automatisch die Paletten wegzunehmen. Ne? Und wie gesagt, mit der rotierenden Beladung ist es dem Autodrive egal, was er hinten drauf hat. Er fährt hin, lädt auf, wenn er was kriegt und fährt weiter. Wenn er nichts kriegt, wie jetzt hier an der Getreidemühle, dürfte nicht eine Palette draußen stehen. Er wird trotzdem weiterfahren. Ne? Er fährt natürlich aber dann nochmal zum Hoflager. Also die Runden, die dreht er schon. Diesel brauche ich schon ein bisschen dann. Ne? So, hier drüben Getreidemühle sehen wir schon, Trigger ist leer. Ne? Autoload ist schon angeschaltet, also er würde das alles wegnehmen, wenn hier was stehen würde. Ne? Er fährt jetzt zum Zielpunkt und dann wird es unten umspringen auf Palettenlager, wird dann wieder blau, genau. Hat keine bekommen. Er fährt aber trotzdem die Strecke ab. Er fährt jetzt eben leider zum Lager zurück. Schöner wäre, wenn er jetzt einfach den nächsten Abholpunkt nehmen würde. Ne? Aber ja, ist so. Ne? Ich finde es nicht schlimm, weil er fährt ja definitiv seine Strecke ab und das funktioniert. Ne? Gut, und wenn wir dort angekommen sind, wird man natürlich dann in unserer Liste das nächste Ziel, was durchrotiert wird, entsprechend angefahren. Ob das jetzt eine Müsli-Fabrik ist oder Zuckerfabrik ist, wie auch immer. Er würde Stück für Stück alles abarbeiten und irgendwann alle Paletten zusammengesammelt haben. Die natürlich dann, wie gesagt, wenn wir es im unterirdischen Lager dort einlagern, das so richtig Sinn macht, weil ich dann genau sehe, wie viel ich habe. Ne? Geht natürlich nur mit den Paletten, die in Produktion auf behalten stehen, die entsprechend auf dem Spawnplatz auch erscheinen. Ne? Gut, aber ich würde sagen, wir müssen ja gar nicht länger machen. Ich denke mal, das Prinzip ist verstanden, was er hier macht. Und ja, dann kann ich eigentlich nur noch sagen, viel Spaß beim Palettenfahren. Ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss.